Willkommen hier zurück zu Black and White 2 Battle of the Gods. Wir haben dafür gesorgt, dass das Wetter ein bisschen besser geworden ist. Das war ja furchtbar hier die ganze Zeit. Hat es geschüttet aus Eimern und aus Schläuchen und was weiß ich was. Jetzt haben wir mal ein bisschen hier Büschen, weniger Wolken. Und die Leute wollen Freizeit. Haben so leicht eingedeutet. Wir haben auch jetzt hier unsere Kumpels, die aus dem Nachbardorf zu uns gekommen sind, weil das Wetter ist besser, weil wir halt einen unseren ersten Erfolg erzielt haben. Wir haben das erste Dorf übernommen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Ja, das ist ganz richtig, alter Mann. Und die kommen einfach mal zu uns. Dafür gibt es 18.000 Tribut, 20.000 Erz, 12.000 Getreide. Das ist schön. Und ein bisschen Popelholz, ein paar Zahnstocher haben sie auch mitgebracht. Wunderbar. Dass der Regen halt weg ist, ist schon mal sehr, sehr schön. Das fand ich ein bisschen anstrengend vorher. Und vor allem haben wir einen ganz wichtigen Vorteil jetzt. Viele der Armeen oder einige der Armeen kamen von dem Dorf hier oben, leider. Also zum Glück haben wir das übernommen. Das heißt, von da aus der Richtung hier oben werden wir zumindest keine Angriffe mehr erwarten. Hier aus der Richtung schon und hier unten ist sowieso, da haben sie keinen Bock. Na, und hier oben, was die hier oben machen, das weiß ich auch nicht. Da ist hier der Gegner, der gegnerische Gott mit seiner Fuchtelhand. Der heilt natürlich Katapulte. Ja, hier ist ja gut. Wir können theoretisch da jetzt noch zu dem Dorf hier hingehen, das einnehmen. Aber bringt uns natürlich nichts, weil da sind keine Leute mehr, da ist nichts zu holen. Wir können aber Folgendes machen. Ich schaue erstmal hier grob, wie unsere Stadt denn eigentlich aussieht. Da ist schon gar nicht mal so schlecht, es könnte schlimmer sein. Hier sind so ein paar Häuser. Was wollen die denn eigentlich haben? Wir sind so leicht gut, 0,8%. Unsere Kreatur sieht das ganz anders. Sie ist nämlich anders. Zufriedenheit ist ein bisschen besser, wahrscheinlich weil keine Kriege mehr geführt wurden die letzte Zeit und weil genügend an neuen Gebäuden da war. Bevölkerung Kinder ist halt sehr schwach. Wir haben recht viele Gläubige hier, wir brauchen aber halt noch ein paar mehr Kinder, ne? Hier so ein paar, die ist schon, wen haben wir denn hier? Der Kerl, der darf auch noch Brüter werden hier. Ja, komm hier, zack, du auch, aber nicht alle auf einmal, ne? Zumindest nicht bei der Deichen. Und hier brauchen wir noch so ein Altersheim. Wäre noch mal ganz cool. Weil damit die Leute sich hier freuen können, dass sie auch alt werden. Ist ja doof, ne? Am besten direkt neben die Kneipe kann man direkt seine Leber massieren lassen, falls einem mal nicht so gut ist. Und ja, so ein paar Statuen. Ach komm. Ja, dieses, ja. Ist hier vorne, bei unserem Hauptzentrum ist am wenigsten los eigentlich, so in Action. Hier ist das ganze schöne Dorf. Unsere Schildi ist so leicht böse geworden. Man sieht es ihr auch an. Sie ist ein bisschen kantig geworden, ein bisschen spitz. Und wir kümmern uns jetzt einfach um weitere Nebenaufgaben, denn das ist auch nicht zu vernachlässigen. Das sieht doch schon mal interessant aus. Keine Ahnung, was da kommt. Erklär uns gefälligst, worum es hier geht, du seniler Tattergreis. Natürlich. Es ist ganz einfach. Es gibt mehrere Aussagen über diese vier Felsen. Sind alle Aussagen wahr? Habt ihr diese neckische kleine Herausforderung gemeistert? Ihr müsst die Felsen drehen, bis alle Aussagen wahr sind, Meister. Seht ihr? Klickt auf eine Statue, um sie zu drehen. Ich glaube, in diesen Statuen sind Seelen gefangen. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Und was kriegen wir dafür? Eine Belohnung. Cool. Dann mal los, Boss. Du hast dem Alten doch zugehört, oder? Was ist da auf einmal so unfreundlich? Das ging doch vorher auch. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Rätsel hier funktionieren, die kleinen, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Deswegen finde ich auch gerade selber das persönlich recht spannend gerade. Wir haben Aussagen wahrscheinlich hier drin. Nee, haben sie nicht. Okay. Aussagen. Hallo, ich komme aus Sagen. Ja. Nö, anscheinend nicht. Soll man jetzt anhand der Figuren... Hä? Wie, was für Aussagen? Was denn für Aussagen? Hallo? Die greifen sich hier gegenseitig an, aber das ist doch keine Aussage. Man kann also immer nur hier... Man kann nicht diagonal. Die kloppen sich. Der hat keinen Bock mehr. Ha. Was denn für Aussagen? Müssen wir jetzt hier... Gibt es hier irgendwo welche Hinweise? Was haben wir denn hier? Kann man das anhand der Sachen hier sehen? Anhand unserer Quests. Erobere das Land. Rätsel of the Rocks. Rätsel of the Rocks. Spezielle Aufgabe. Nee.
Ja, wofür brauchen wir denn die Steine hier außenrum? Hallo? Wenn man anklickt, dann ist das so. Ich glaube, ich übersehe irgendetwas. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich schon, weil... Wie soll man das jetzt wissen hier? Himmel! Alle Aussagen müssen wahr sein. Vergesst das nicht. Ja! Der Kopf. Bewegt die Felsen, damit alle Teile des Rätsels wahr sind. Ich hab doch keine... Was für Aussagen? Achso. Ah, okay. Man muss mit rechts draufklicken. Ah, muss aber auch mal gesagt werden. Oder? Muss man das? Ja, man muss einfach nur die Maus da drüber halten. Hallo? Die Statue mit der Axt und ich schauen in entgegengesetzte Richtungen. Das stimmt nicht. Ich schaue erstmal, was die alle sagen. Keine andere Statue schaut in die gleiche Richtung wie ich. Ja, also es ist egal, wie die gegenüberstehen, es geht allgemein um das Zeug. Eine einzige Statue schaut mich an, aber ich schaue sie nicht an. Und der sagt, ich schaue in dieselbe Richtung wie die Statue, auf die ein Speer gerichtet ist. Ach Gottchen, kann man das... Kann man nicht einfach sagen, ich gucke nach links, sondern muss man die Karte einfach drehen und dann ist man glücklich. Herr Po, ich die Statue mit der Axt und ich schauen in entgegengesetzte Richtungen. Nehmen wir einfach mal an, das ist so. Keine andere Statue schaut in die gleiche Richtung wie ich. Dann drehst du dich um. Die sagt, ich schaue in dieselbe Richtung wie die Statue, auf die ein Speer gerichtet ist. Auf die... Das heißt... Okay, das wird, glaube ich, Anfangspunkt Nummer 1 sein, denn der Speer muss auf eine von diesen beiden Figuren zeigen. So, und sie sagt, keine andere Statue schaut in die gleiche Richtung wie ich. Das heißt... das ist entgegengesetzt. Keine Statue... Hallo? Hallo? Sag was? Eine einzige Statue schaut mich an, aber ich schaue sie nicht an. Das kann halt der Speer sein, man weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht genau. Das heißt, sie schaut in dieselbe Richtung wie die Statue, auf die ein Speer gerichtet ist. Dann darf... Eine schaut sie an. Ich drehe das mal um. So. Und das umdrehen. Ah, siehste. Geschafft. Wie zum Teufel hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Durch Logik und einen scharfen Verstand. Nein. Aber davon verstehen eure Boshaftigkeit ja nichts. Wie gesagt, bei sowas ist, oder habe ich zumindest immer die Erfahrung, es gibt immer eine Sache, die am offensichtlichsten oder die am einfachsten ist. In diesem Fall halt, gab es zwei Möglichkeiten. Und den Rest, ja, kommen sich dann zusammenreihen. Und wir haben Tribut bekommen. Und zwar 50.000 Tribut. Das ist die Einheit. Wir haben jetzt 292.000. Wir haben jetzt auch, ihr habt entschieden, dass wir, wenn wir halt wundertechnisch unterwegs sind, habe ich wahrscheinlich schon gesagt, ne, dass es das Vulkanwunder werden wird. Aber es ist auch die Überlegung, dass wir der Schildi mal ein wenig was holen. Perfekte Soldat ist natürlich... Na, nee, machen wir nicht. Was kosten eigentlich die Bogenschützen, die 100? 280.000, meine Güte. Und zwar wollte ich für die Kreatur Heilungswunder, Blitzwunder... Was ich halt nicht so ganz weiß, ist, ob unsere Kreatur unseren eigenen Leuten, unserem Dorf Schaden mit den bösen Zaubern zufügen kann. Ansonsten würde sie natürlich auf jeden Fall einen Zauber kriegen. Falls sie damit Schabernack betreibt, wäre es nicht so toll. Ich mach mal einfach Blitz. Verleihe deiner Kreatur die Fähigkeit, zerstörerische Macht elektrisch geladener Teilchen zu entfesseln. Weißt du was? Ich mache das einfach mal. Hier, zack. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Gut, die Nebenaufgabe haben wir bekommen. Die hinten können wir später machen. Ich will jetzt nicht alles sofort machen. Ich muss mich um das Dorf hier kümmern. Du willst was essen? Nee, du willst sammeln? Manchmal sammle ich Holz. Boah. Sie soll eigentlich nicht so viel sammeln, weil das ist doof. Sie stinkt. Oder? Was war das? Ah, hier sind es ist Staub, der aufgewirbelt wird. Wir brauchen ein Lagerhaus, weil wir zu viel Erz haben. Das ist eine Sache, die uns im zweiten Teil fast nie passiert ist. Dieser Umstand.
Hier kommt, wenn die das unbedingt wollen, dann hau ich da oben. Obwohl, hau ich hier noch eins hin? Ha. Doch, ich mach da einfach eins hin. Damit sie nicht unglücklich sind. So, bringt außerdem ein bisschen hier, ein bisschen Zufriedenheit und alles sowieso. Alles tipptopp-Zeug. Guck mal, kann man schöne Wege bauen. Ist aber Quatsch. Das heißt, ich ziehe den einfach mal hier direkt raus und. Ja, zack. Können wir damit dann hier oben anschließen, wenn gleich der Bereich eingeschlossen ist. Sie pennt ein wenig. Hallo. Oh. Oh. Der hat aber komische Träume. Na gut, kriegt sie hin, macht sie schon. Sie ist alt genug, hoffentlich. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, gut, Lagerhaus haben wir jetzt gemacht. Sonst, die Bedürfnisse sind sonst gar nicht mal so hoch. Reparatur bauen, Vortrittsbedürfnis. Muss noch was repariert werden. Hier unten noch die Tür. Genau, ich wollte hier anhand der Häuser ein bisschen weiter das Gebiet hier rausziehen. Ich mache das mal so grob verteilt und baue das am besten auch direkt selber auf. Sonst dauert das hier so lange. Wir sind ja ungeduldig. Braucht erstaunlicherweise nur Holz. Eigentlich kann ich mir... Es würde halt zu gut von der Spielweise her sein. Das klingt ein bisschen doof, aber es würde halt zu viel Eindruck bringen, wenn ich hier die ganz teureren Gebäude auch kaufen würde. Das sind ja schon Villen. Die Herrenhäuser, oder wie heißen die? Ach, da sind Gegner. Hallo. Kommt rein, kommt rein. Vielleicht hätte ich das Tor mal zumachen sollen. Ah, das war Schildwunder? Nein. Wie geht denn der? Ist das der Tier? Ja, hier, zack. Ah. Ah. Bis auf zwei Leute hat es alle umgeruppt. Boss, Sie wollen die Stadt einnehmen. Das ist Quatsch. Oh, ich will doch... Ja, Klappe, hier, zack. Ihr beide werdet weggeschubbert. Wunderbar. Alles ist gut. Ist ja nichts passiert. Irgendjemand hat geschrieben, dass die Armeen immer dann getriggert werden, also dass sie dann ankommen, aufgebaut werden, wenn wir selber eine Armee ausbilden, also dass die Gegner kommen, wenn wir selber eine haben. Ich habe aber gerade überhaupt keine. Also es kann nicht so ganz stimmen. Auch wenn das verdächtig so aussah. Wir brauchen echt Bogenschützen. Ich will die eigentlich auf die Mauern stellen hier. Komm, zack, wie viel kann ich machen? 70. Oh, 70 sind super, aber ich brauche... Ich meine, der Gegner hat keine Fernkämpfer, ne? Das heißt, 20 Stück reichen mal hierfür. Und auf die andere Mauer kommen auch nochmal... Boah, 25. Ich bin gespannt. Halt hier oben einmal und da einmal. Das sind so die beiden Hauptteile. Gut, hier vorne, das... Ja, können wir auch noch eine hinmachen. Wir brauchen eigentlich erst mehr Leute. Weil, gut, wir haben noch genug Platz, das kann man sehen. Wir haben noch ordentlich... freie Zimmer. Und es ist ja schön, dass der Teil hier vorne schön durch Berg und Fluss abgeschottet ist. Allerdings haben wir da keine Häuser. Von daher bringt uns das eigentlich auch nichts. Eisen haben wir genug. Wir haben eigentlich alles genug. Die sind erst vollständig, wenn die Hütten hier weg sind, verschwunden sind. Das heißt, ein bisschen noch warten. Ich schau mal eben, wie es denn hier aussieht. Wir sind gut, aber wir brauchen Eindruck, falls wir das so machen wollen. Ah, zufrieden. Ach, guck mal, wie zufrieden sie sind. Wir brauchen 3000 Eindruck für zwei, für jeweils zwei, die nächsten beiden Dörfer. Das ist nicht viel. Theoretisch kann man da in den Tempel hinhauen. Wir können da auch noch so ein paar Wohnhäuser hinhauen. Und dann passt das schon. Das ist nicht so viel. Und die Leute hier, das sind die 25... Die kommen einfach mal... Die haben das Katapult wieder dabei. Die kommen... dahin. Und die anderen... Das sind die 20. Die kommen hier... Ja, wie sollen die denn da oben drauf? Egal, das kriegen die hin. Die sind ja nicht doof. Die sind ja unsere Leute. Die können überhaupt nicht doof sein. So. Hier sind noch so viele... Deine, mit denen hätten wir wahrscheinlich ganz am Anfang auch werfen können, als sie uns von hier hinten angegriffen haben. Sie nehmen unsere Stadt ins Visier, Herr. Ja, ja. Was sagen sie alle? Ach, die Schildi ist da. Nee, nicht. Ja, weg. Was macht sie eigentlich da draußen? Sie hat überhaupt... Sie hängt sich jetzt die ganze Zeit mit der Leine hier rum. Mit der Kriegerleine.
Ja, komm. Nein, nein. Schilday. Hier, unten hin. Wobei, das Katapult ist, darfst du gerne hauen. Aber den Rest nicht. Oh, die Bogenschützen sind dabei. Sie passen nicht alle rauf. Nein. Der Rest sammelt sich da unten. Ja, hier kommen sie. Darf mal da oben drauf. Weil wir haben ja fast sogar hier... Zack, kann ich das machen? Mein Zauber. Reicht gerade nicht. Oh, nee, hat nicht gereicht. Aber sie ist gut dabei. Sie schafft das tatsächlich. Sie ist echt gut geworden. Also ein bisschen. Boah, macht sie sehr fein. Die ganzen Skelette da. Schade, dass man für sie nicht... Ah, das ist schön. Und pam. Und da fliegen sie weg. Ah, ist das schön. Randale-Schildi ist das jetzt. Einfach mal mit einem Baum da draufhauen. Ich muss sagen, ich mag das, dass das alles, dass man halt so dicht ranzoomen kann, dass die Animationen alles so schön tatsächlich gemacht sind. Also, dass man halt komplett rauszoomen kann und es sieht gut aus. Und man kann halt wirklich komplett ranzoomen und man sieht noch so kleine Details wie irgendwelche kleinen Statuen und sowas. Finde ich super. Auch hier auf den Feldern noch ganz viel Getreide. Kann sich doch keiner beschweren. Und das halt das Ganze von 2006, beziehungsweise das Hauptspiel von 2005. Ich weiß, ich will eigentlich gar nicht wissen, was heutzutage alles möglich wäre von der Grafik. Aber ich denke mal, so groß werden die Sprünge auch nicht mehr sein. Boss, oder würden die... Sie wollen die Stadt einnehmen. Nein, das sieht nur so aus. Hier kommst du rein. Wo sind sie denn? Da kommen die nächsten. Ja, ist gut. Unsere Armee ist so ein bisschen beseitigt hier. Das ist ungünstig. Zack. Ich dachte, ich hätte da jetzt... Da nähern sich Feinde. Ich dachte, ich hätte da jetzt hier unsere eigenen wiederbeleben können. Aber wahrscheinlich ist das genau falsch. Hier hängen die hier oben. Es sieht aber gut aus. Das Katapult geht sofort in die Richtung. Jetzt müssten die eigentlich schießen. Na? Schütze Katapult. Dear Army Friends. Oder können die das nicht? Hallo, ihr seid nicht zum Spaß hier. Gucken die auch noch in die Richtung.